Wissenschaftler sind eigentlich der Meinung, dass wir schon im Anthropozän leben. Anthropo abgeleitet von dem Menschen, also das menschgemachte Erdzeitalter. Der Energiekonzern RWE ist momentan dabei, dieses Dorf Mannheim abzureißen. Das alles muss entfernt werden, damit die Bagger sich dann fein vorarbeiten können. Und das ist schon ziemlich bezeichnend hier in der Gegend, dass für diesen Rohstoff Braunkohle diese Opfer gebracht werden. Also hinter mir ist jetzt eine von diesen drei Braunkohlegruben, die hier in dem Rheinischen Revier sind. Das heißt, hier gibt es Garzweiler 1, 2 und dann die Hambacher Mine. Und der Energiebetreiber RWE fördert hier Braunkohle. Die liegt bis zu 200 Meter tief im Boden und wird mittels Schaufelradbaggern gefördert. Hier, also gerade in Garzweiler 2, werden im Jahr bis zu 35 Millionen Tonnen an Braunkohle gefördert. Die Kohle wird verbrannt in Kohlekraftwerken. Das heißt, jedes Mal, wenn hier in der Umgebung irgendwo ein Licht angeht, wird auch Braunkohle verbrannt im weitesten Sinne. Es ist tatsächlich auch so, dass das Rheinische Revier mit der Verbrennung von der Braunkohle zum größten Emittenten in Europa von CO2-Gasen ist. Also das hier ist eine alte Straße, führt direkt rein in den Hambacher Forst. Die Mine hat schon 90% des gesamten Waldes gefressen. Die 10% sind jetzt noch übrig. Und es gibt eben ein paar Aktivisten, die hier sehr vehement gegen die weitere Abholzung von dem Wald kämpfen. Und die leben dort wirklich das ganze Jahr, also auch im Winter bei Minustemperaturen, minus 10, minus 15 Grad. Und die haben sich dort Baumhäuser gebaut und leben auf den Bäumen, die sie eben versuchen zu schützen. Und damit hat es auch ein weltweites Medienaufsehen erwirkt.
und auch dazu beigetragen, dass sich die Mine vermutlich in diese Richtung später mal nicht weiter ausweiten wird. Bis 2038 sollen die letzten Braunkohlekraftwerke vom Netz gehen und damit ist dann auch die Förderung von Braunkohle in Deutschland vorbei. Ein Ende ist zwar in Sicht, aber meiner Meinung nach auch viel zu spät. Also man müsste aus der Braunkohle schon viel, viel früher aussteigen, um wirklich auch einen Effekt für die Umwelt und für die Menschen zu haben.